Schönen guten Morgen. Heute könnt ihr mal einen Angeltag auf Zander begleiten. Einfach mal, ich fahre einfach raus mit dem Boot und ich slippe jetzt hier in den Sonnenaufgang des Hafens. Herrlich. Wasser ist noch kalt. Es ist März, aber immer noch so winterlich. Und die Zander, ja, die sind schon so ein bisschen juckig. Es wird langsam. Und ich fahre einfach raus, gehe Zander angeln. Und alle Gegebenheiten des heutigen Tages, die so passieren, wie ich angel, welche Köder ich nehme, welche Techniken, ob ich was fange, ob ich wenig fange, ob ich einen großen fange, ob ich kleine fange oder auch nichts, seht ihr in den nächsten Minuten in dem Format hier, wo ich einfach alleine unterwegs bin. Kollege ist noch mit dabei, der begleitet mich heute hier im Boot und kommt einfach mal mit raus. Wo wie immer trailern. Nicht viel machen. Das muss schon passen. So. Aha. Ah, roll da rein. Da kommen schon andere Jungs. Das sind auch Sachsen. Sehr nice. Sachsen-Invasion in Mecklenburg. Ach, schön im Sonnenaufgang slippen. Jetzt passt alles. Tino hat das Seil. Morgen. Morgen. Und ab dafür. Don't touch. Sehr gut. Einfach hier ruf. Und schon haben wir es drin. Ach, geil. Für alle, die auch schon mal geangelt haben, wer es erkennt. Ich bin selten mal da. Jetzt mache ich das mal hier aktuell. Und ja. Da habt ihr ja ein anderes Feeling noch für die Aufnahmen, die jetzt kommen, ne, wenn ihr das Revier vielleicht kennt hier. Alles sicher geparkt. Ich kann gratis hier parken, ich kann gratis slippen. Die Slippe ist offen, es ist keine Kette davor. Und das ist etwas, was ich an Norddeutschland sehr, sehr schätze, dass es liberal, unproblematisch ist. Gut, man hat auch viel mehr Wasserflächen, ne? Man geht entspannter damit um. Aber so eine öffentliche Slipanlage, so wie es auch in Skandinavien überall der Fall ist, findet man nicht häufig. Und das ist auch einer der Gründe, warum sich auch viel dann konzentriert, ne? Und man auch das gerne ansteuert. Ne? Also einfach auch mal spontan bei gutem Wetter möglich ist, einfach mal schnell hinzufahren und das Boot reinzulassen. Ne? Jetzt aber genug geschnackt, raus. Morgen, Jungs und Mädels. Morgen, sagt er. Da ist der Schlachtschiff. Das Kantlerische. Noch ist ruhig, wir müssen jetzt Fersengeld geben, rausfahren. Wird halt Mittag aber ein bisschen windig und ruppig auf dem Wasser. Da kannst du auch dabei sein. Dir das mal angucken, wie wir das da meistern. Oder zumindest versuchen zu meistern. Aber jetzt genug geschnackt, Zeit ist Fisch. Jetzt geht's los! Wird eine lange Fahrt. was ein Ritt. Man sieht schon Welle. Dort ein bisschen spritzig. Rute auspacken. Habe ich hier eine Rutenbank drin. Schön mega Kauli Fischli. Trübes Wasser hier. Nicht tief, deswegen leichten Kopf. Und jetzt gehen wir erstmal in die erste Drift. Und angeln da so ein paar Strukturen ab, ne, wo so ein paar grobe Steine liegen. Und wir hoffen, dass da ein paar Zander dazwischen hängen. Driftsack. Der Gandalf, der Zauberhut, der verlangsamt die Abdrift. Ja, jetzt wird gedriftet. Wenn es einen Biss gibt, wird geankert. Simple as that. Schräg in die andere schmeißen, damit ich an meiner Wurfbahn vorbeidrifte quasi. Also
Also ich schneide quasi von der Anne, die abdrift, die Wurfbahn. Flaches Wasser, Wind, Drift. Ja, das fordert Konzentration heute den ganzen Tag. Das ist der erste Zander. Nice. Zanderchen. Sehr geil. Reaktor. Im schönen morgendlichen Sonnenaufgang. Es läuft. Petri, Tino. Geil, Petri. Wir fangen aber heute einen guten. Auf jeden Fall. Ich habe das irgendwie, spüre ich das. Haben wir Driftangeln. Na, Driftsack. Und driften auf so Strukturen rauf. Kleine Strukturen, ne? In so einem riesengroßen, ja, Flachgewässer. Ist nicht tiefer als 3,50 hier. 2 Meter im Schnitt. Ist es halt so, dass jede kleine Struktur schon für den Zander interessant ist. Ne? Das können ein paar Steine sein, die da irgendwo liegen. Einen kleinen Anstieg auf so eine Sandkuppe, wo ein paar Steine dran liegen. Oder auch im tieferen Wasser, wo ein paar große Brocken, ein paar Findlinge liegen. Ne? Und da einfach schön drüber driften. Das ist ein bisschen Angeln in der Wasserwüste. So ein bisschen auch halbwegs auf gut Glück, weil jeder Wurf ist gleich. Ne? Das ist auch für den Kopf nicht immer so einfach. Ist es aber schon, wenn du weißt, in welchem Gebiet du angeln willst. Ne? Also hier sind Strukturen, hier sind Sachen, hier sind Steine, hier stellt sich Zander gerne ran. Und dann driftest du immer wieder diese Gebiete ab, aber jeder Wurf ist halt trotzdem gleich irgendwie. Ne? Schön reingeschwommen. Die 12er Blondie. Mega Kauli, haben sie mir vorher das Schwänzchen geklaut. Also habe ich kleiner gehangen. Blondie in 12er drauf gemacht und da ist er. Bisschen wackelig alles durch die hohen Wellen, aber er ist da. Es ist so wackelig, dass das alles so ein bisschen, ja, eine Herausforderung ist beim Angeln, aber Konzentration ist da, Ausdauer auch, richtig gedrift. Geil! Drift neu ansetzen. Das ist holprig. Schönste Wetter. Aber ich bin nass wie in Sumatra Rain. Das gehört dazu. Wir hatten gesagt, dass das hier ein Spaß ist. Darf noch nicht zu gefährlich werden, ne? Also nicht unbedingt nachmachen. So, Kante halt wieder rein. Wieder den Mega-Kauli. Weil ich will den einen guten. Einschoren. Schön quer zur Drift stehen. Und dann geht es hier weiter. Die Rute muss aus dem Weg, bitte schön. Hey! Boah, ein gutes Ding. High Risk Move, der Kescher immer weit weg ist. Boah, der ist sauer. Yes, yes. Oh. Ah. Yeah. Ja. Yes. Ist das geil. Ha 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 ha!
krassen, schnellen Drift gefischt in diesem flachen Wasser. Oh, viele Bisse gibt es nicht. Aber wenn so einer dabei ist, bin ich mehr als happy. Das ist so. Oh, geil! 12er. Ich sag, die ganze Zeit den Mega gefischt und auf den 12er kommt der Dicke. Das heißt dick, lang ist er. Ein 70er. Zurück in die Erbsensuppe. So, das Steinfeld ist jetzt natürlich hier hinter mir. Ne? Das muss ich jetzt erstmal neu suchen. Aber auf meiner Karte zeichnet es ja den Track auf, wo ich lang gedriftet bin. Also kann ich den nochmal zurück anfahren und ankern. Dann nochmal abangeln. Weil es gab zwei Kontakte in kurzer Zeit. Tino hat kurz einen dran gehabt, kurz danach ich den guten. Und zwischendrin die Steine. Das heißt, Hotspot. Fish on. Ach, geil. Immer wenn der Köder von der An- in die Abdrift kommt, im Nahbereich vom Boot, kommt Druck auf die Schnur. Immer über diesem Kipppunkt. Und dann wird das langsam, langsam und dann BAM. Ganz krass. Der Moment bringt ganz, ganz oft den Fisch. Hallo. Die schöne bunte Kauli-Auswahl. Ich verlinke mal die Köder unten in der Videobeschreibung. Und der Bugmotor ankert hier schön in der Welle. Das muss man auch mal zeigen. Macht er ganz tapfer. Richtig schön. Hui, hui, hui. Jetzt habe ich das Steinfeld hier draußen ertastet. Und jetzt, also auf das Rufdistanz, jetzt eins. Und jetzt brauche ich mit dem E-Motor einfach bloß ein Stück rüberfahren. Dass wir besser stehen mit dem Winkel dazu. Damit wir den mit dem steileren Schnurwinkel anangeln können. Ansonsten alle Fische aus der Drift. Ne, immer schräg. Schräg in die Andrift schmeißen und dann driftest du mit der seitlichen Schnurspannung an deiner Wurfbahn vorbei. Und dann am Übergang von an in die Abdrift kommen ganz oft die Bisse. Die meisten, die Driftangeln machen, wirklich die Driftfischen, die angeln in die Andrift immer nur rein. Das ist beim Zanderangeln aber nicht so ideal, weil da nicht so viel Spannung auf der Absinkphase ist, die im flachen Wasser eh schon kurz ist ohne Ende. Ne? Weil du ja auf deinen Köder zutreibst, also die Absinkphase nochmal verkürzt und lockerst. Quasi. Deswegen immer schräge Andrift. Einmal reingeangelt da und das einmal so das Feeling dafür hast für die schräge Andrift. Das ist mit dem Driftfischen auf Zander wirklich gut. Und Entschuldigung, dass ich die Brille auf habe, weil es blendet wie verrückt. So, wie konnte ich denn das jetzt hier verpassen? Was hast du verpasst? Ah. Zack. Ja. Durch den Schnurbogen und den Wind manchmal nicht so einfach. Wind, flaches Wasser. Nicht so einfach manchmal. Aber die sind am Start. Wir kitzeln noch einen weg hier. So. Hektisch. Kescher. Da ist er. Eben noch ein Loch geschlagen. Jetzt habe ich zurückgeschlagen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was hört durch den Wind auf der Kamera. Es kann sein, dass das alles man kaum hört, aber wenn man es hört, dann ist uns gut. Die Akt. Steinfeld-Action. Verankerten Boot. Geil, wa? Schaukelt gar nicht so schlimm beim Ankern, wie ich dachte. Das geiler Boot, das steht schon richtig stabil. Das muss man schon sagen. Da habe ich schon andere Sachen erlebt. Vom Rumeier-Faktor.
windigen Gewässern. Hat wieder gescheppert. Wow. Schöner Fisch. Dickes Petri-Tino. Vielen Dank. Die blaue Flosse. Guck dir die Flosse an. Das habe ich noch nie gesehen. Oder selten zumindest. Boah. Wahnsinn. Schöner Fisch. Und? Was hat er sich reingezogen? Reaktor. Dickes Petri. Yes. So macht Zanderangeln Laune. Kein großer, aber getockt hat er wie ein Riese. Oh. So schöne Spannung auf der Absinkphase hast. Und in dieser Absinkphasenspannung dann so, boom, der den einsaugt, ey. Das muss dann kein großer Fisch sein, dass du so aus dem Häuschen bist wie ich gerade, ne? Hallo! Mr. Zander. Schön abfächern. Dann weiter trifft. Nächste interessante Stelle suchen, dort abankern, wieder alles abangeln. Gute Taktik. Aus der Drift. Muss nicht drauf gehen. Auf dem Mega-Kauli, Alter. Das ist frech. Richtig hart frech. Weiter gedriftet. Wieder schön über dem Kipppunkt geangelt. Mit von da an in die Abdrift. Und. Boing. 16 cm weggeorgelt. Weil das kann. Also. Also. Juckt den nicht, ne? Also, wenn Zander was wegziehen wollen, dann ziehen sie es auch weg. Wenn sie ihn erwischen in der Absinkphase, ne? Langsam genug ist. Schöner. Den kann man doch auch mal schön essen, oder? Ist doch eine Küchengröße. Schreibt mal in die Kommentare. Der ist doch perfekt für die Küche hier. So ein 50er. Boah, lecker. Ui. Mach keinen Quatsch. Boah, der steht gut. Voller Distanz der Biss. Yes. Großer. Alter. Oh. Yes. Ja. Ein bisschen mehr Schnur lassen. Ne? Das sage ich immer wieder. Manchmal denke ich selber mehr. Yeah! Geiler geht's nicht. Geiler Biss, geiler Drill. Im Sonnenuntergang. Auf voller Distanz auf den Reaktor raufgegurkt. Oh, Petri. Petri, Dank. Es ist so geil drauf tocken. Auf voller Distanz. In dem flachen Wasser ist es schon was Besonderes. Oh, oh geil. Ey. Ja. Tino hat was drauf. Oh, oh, oh. Du glaubst es nicht. Petri, mein Junge. Petri, Mann. Oh. Jetzt bin ich durch. Oh. Jetzt bin ich durch. Mach eine Aktion. Geiler geht's nicht. Das ist eine Aktion. Er hat seinen Köder liegen lassen, weil er den Drill bei mir gefilmt hat. Und einen Bügel offen gehabt. Und trotzdem zieht es den Köder aber über diesen flachen, sandigen Grund mit. Und will die Schnur aufkurbeln, da ist ein Fisch dran. Aber was für einer? Oh Gott, ich dachte, ich habe einen Hänger oder irgendwas. Also,
Vielleicht gute Taktik irgendwie. Jo, läuft bei uns. Jetzt klingt der Abend langsam aus. 11 Zander hatten wir heute gehabt, zweistellig. Und schöne Fische dabei. Ich habe das einfach mal so begleitend mitgenommen, die Kamera. Wir haben im Flachwasser geangelt, aus der Trift, auch vom verankerten Boot. Ne? Im trüben Flachwasser, im großen Bottengewässer. Und wenn dir das Format hier gefällt, was wir ab und zu mal hier machen, dieses Unterwegs-Format, diesen Videoblog, dann Daumen hoch, Abo da lassen bitte und Kommentare schreiben, ob das cool ist, ob das gefällt. Da machen wir natürlich öfters mal neben diesen normalen Videoproduktionen, die wir machen mit einem bestimmten Kernthema, einfach mal so einen Angeltag-Film. Einfach mal freie Schnauze, was so passiert, ne, auf dem Zanderkantboot heute. Ich arbeite auch als Zandercoach. Informationen haue ich mal hier in die Infokarte rein. Über dem Video auch mal in die Videobeschreibung mit. Und die fängigen Kaulis, die heute so gut geliefert haben, die habe ich auch noch mal unten verlinkt mit den Greifer-Chickhaken, damit du Informationen darüber dir einfach einholen kannst. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt nochmal hier riesig auf dieses Wasser rauf und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.